So, heute zeige ich euch, wie man aus der Seiko 7006 oder auch 7009 die Krone ausbaut. Das ist bei einigen Modellen anders und ich mache mal kurz den Deckel auf. Ist aber auch nicht schwierig. Man muss nur wissen, wie und wo. Wer jetzt kein Uhrmacher-Schraubenzieher zur Hand hat, der muss dann halt einen Zahnstocher nehmen, damit ist es auch ein bisschen schonender für das Werk. Also wenn man die Krone rauszieht, jetzt sieht man das noch nicht, normalerweise schraubt man die Schraube ab oder drückt hier rein in den Pin, zieht man die Krone raus, erscheint dort, da sieht man ihn, den kleinen, ich drücke das nochmal rein, da ist er weg. Jetzt kommt er wieder. So, ich muss mal kurz ablegen. Drückt man da rein auf den, kriegt man die Krone ganz einfach raus. Das war jetzt ziemlich easy. Jetzt kann man das Werk rausnehmen, um, was weiß ich, das zu säubern oder zu machen. Und andersrum, einfach die Krone gerade wieder reinstecken. Und einfach leicht mit dem Finger, wenn man merkt, da ist ein Widerstand, ein bisschen drehen und ja, so geht es gerade nicht. Eigentlich müsste sie von selber reingehen, was sie jetzt gerade nicht tut. So, jetzt müsste sie eigentlich sitzen. Tut sie nicht. Hat sich jetzt das Werk ein bisschen verdreht. So, jetzt ist sie von selber wieder drin. Jetzt kann man es nochmal sehen, da kommt der kleine Pin raus. Da ist er. Ich mache es jetzt nochmal. Zack. Das ging doch jetzt ganz einfach. Ja, das war das Video, wie man die Krone rausholt.